Nun haut grimmt gelehnet iwwer een traurig Kapitel ze schwätzen an der Diplomatie vum freien 21. Jahrhundert. De Brexit als eppes firtweenisch Kinnekreich en gewissen Unsicherheit matbringt fir alles ganz sicher een schwierig Kapitel gët fir Lützeburg. An der Russien ëmso méi bedauern, well net alles gemerkt gin ass wat mir vun eiser seit hätte kënne merken fir die Do-Evolution ze verhinderen. Et muss ich nach enkel dun erinnern, dat den David Cameron mat Kompromisspropositionen kommers, die net akzeptéiert goufen, haut gesäit in dat vielleicht ernst, wie in Demos gesinn huet. Oder auch, dass für Lob bei der Migration zu so, dass die Bilder von der Jungle de Calais wahrscheinlich nicht dazu beigedrohen haben, für die Stimmung am Vereinigten Königreich Richtung EU positiv zu beeinflussen. Wir haben nur direkt Konsequenzen, mit denen man es muss beschäftigen. Die Engagement des Troll von Lützeburg an der Europäischen Union geht viel mehr kompliziert. Wir verlieren den ganz wichtigen Alliierten, auch viele Frauen, Oppenmärkte, Steuerfrauen, Finanzplätze. Das möchte ich lieber nicht mehr einfach. Am Milo am Direktum auch mit dem EU-Budget zu dienen, von mir so, dass man als Ambitionen musste nur innen aufpassen. Wir verlieren über 10% von der EU-Population, wir verlieren die zweitgrößte Wirtschaftsmacht von der EU. Wir können das nicht einfach so kompensieren mit diesem riesen Verlust für die EU, aber wir müssen als Ursprung auch ein bisschen aufpassen nur innen, und dadurch können wir das nicht ganz kompensieren, was der Verlust vom Vereinigten Königreich mitbringt. Wir brauchen unbedingt einen Deal, der das als klar Ziel, wir gehen die Regierung unterstützen, das auch zu gesehen, nicht nur, weil wir nicht wissen, was die Konsequenzen vom No-Deal ob das Vereinigte Königreich selber wären, mir auch, weil die Europäische Union in Lützeburg ganz viel Interesse daran hat. Wir wollen langfristig ganz positiv Interesse am Vereinigten Königreich behalten, unabhängig von dem, wie das Negotiationen laufen, mit der bilateralen Beziehung zwischen Lützeburg und dem Vereinigten Königreich lernen uns umherz. Es ist klar, dass wir keine Bestrafungsmentalität wollen und die auch nicht gegen tolerieren. Wir müssen wissen, dass ein Akkord mit dem Vereinigten Königreich einen Modellcharakter hat. Ganz sicher sind Schweiz und andere Staaten ganz interessiert daran, was hier negoziert wird. Und es kann Konsequenzen haben, auch auf unsere Relationen mit anderen Drittstaaten. Wir offerieren als Lützeburg natürlich neben Dublin an anderen Plätzen eine Ausweichplattform für Firmen, die bei einem Siege an der EU und einem Siege an der EU interessiert sind. Wir müssen das ganz diskret machen und wir haben nicht mehr bis jetzt so gemerkt, dafür muss ich die Regierung felicitieren. Wir sind nicht Geier, die werden, dass Probleme am Vereinigten Königreich sind. Wir sind Freunde. Lo, und noch nur im Brexit, und wir werden gucken, dass wann Firmen hier hinkommen, dass das auch auf eine Manier geschieht, die keine Irritationen zu London provoziert. Als Finanzplatz muss man protegieren, wir brauchen also faire Arrangemente, das ist ein ganz kompliziertes Dossier. Wir kennen auch Spezifizitäten von der britischen Legislation am Finanzsektor. Das ist wirklich hier ein zentrales Froh, und wir unterstützen die Regierung für das Interesse von der letzten Finanzplatz an diesen Negotiationen optimal zu protegieren. Wir wollen aber kein dogmatischer Approach an der Frage vom Binnenmarkt. Wir haben hier ein Angebot, eine Richtung an die Negotiationen geben, eine Freihandelszone. Wir müssen vielleicht differenziert auch lehren denken. Es wird gewährt, so dogmatisch zu sein, dass man selber den Obstakel von einer Lösung gehen, von einer Solution negotieren, man Vereinigte Königreich, weil man müssen differenzieren zwischen verschiedenen Wuren oder dem Personenverkehr oder den Dienstleistungen. Da muss man das machen. Ich meine, es wird Wert und ein Dogma festzuhalten mit dem Resultat, dass man eine schwere Krise mit provozieren. Es ist auch klar, dass man eine weitere Membership von dem Vereinigten Königreich auf verschiedenen Agenzen der EU muss pragmatisch beurteilen. Auch da kann dann alles im Interesse sein. Wir müssen uns überlegen, ob wir am Interesse der Personen, die betroffen sind, sie wird als Ressortissant, die am Vereinigten Königreich wohnen, oder Briten, die zuletzt wohnen, ob man eventuell Übergangsbestimmungen müssen finden. Die deutsche Regierung hat die Idee von einem Brexit-Übergangsgesetz lanciert. Als das hier nicht ist, das muss ich analysieren, das ist schwer, das wir am Voraus können zu sagen. Wir müssen noch überlegen, ob wir zukünftig bilaterale Akkorde am Vereinigten Königreich müssen an der fassen. Vielleicht nur den Termen vom Akkord, als nicht mehr alles über die EU möglich, was bis jetzt über die EU geregelt wird. Auch da gibt es eine Herausforderung für Diplomatie. Wir können genau identifizieren, was noch in Zukunft an bilateralen EU-Vereinigten Königreich-Termen kann gemerkt werden oder wo Raum geschaffen wird für bilaterale Arrangemente zwischen hinten und uns. Lützeburg, auf jeden Fall, muss sich nur im Brexit ganz ähnlich an der
Welt positionieren. Et as so neis wie die Herausforderungen von einer mehr globaler Promotionspolitik, von einer besseren Vermarktung, von neuen Interessen an der Welt unzuhöhlen. Auch das als ein Defi, den eis in Zukunft erwerben.